Mein Name ist Seraina Berli, ich bin Projektleiterin der ZIPAS am Kantonsspital Winterthur. ZIPAS ist die Zürcher interprofessionelle Ausbildungsstation bei uns am Kantonsspital Winterthur. Es sind Lernende und Studierende aus verschiedenen Professionen, die einen Teil einer Abteilung leiten. Das sind Professionen der Pflege aus der höheren Fachschule und Fachhochschule. Ein Fachmann Gesundheit haben wir das mal dabei, eine Physiotherapeutin und zwei Unterassistentinnen. Sie begleiten zusammen oder betreuen zusammen 7 Patienten. Ich bin der Lionel Fendt, ich studiere an der ZHW Pflege im 5. Semester. Ich bin jetzt hier seit 6 Wochen in meinem 3. und letzten Praktikum und jetzt die 2. Woche auf der ZIPAS. Wir fangen kurz vor dem 7. an hier auf der Station, wir von der Pflege. Wir teilen dann aufteilen, wer zu welchen Patienten geht, wer für wer zuständig ist. Gegen die 9 Uhr machen wir alle zusammen die Visite, gehen dann alle zusammen zu den Patienten und Patientinnen und besprechen uns dann gerade am Patientenbett, was jetzt gerade das aktuelle Problem ist, wie wir weiter vorgehen, also das Prozedere und wie dann der Austrittsplan aussieht. Ist gut! Auf der ZIPAS arbeiten wir im interprofessionellen Team auf Augenhöhe miteinander zusammen. Man kann immer etwas voneinander lernen, die eine Profession von der anderen. Und dadurch fallen auch so ein bisschen die klassischen Hierarchien weg. Und das macht es sehr angenehm, zum miteinander zu arbeiten. Und eigentlich ist es eine ganz ganzheitliche Behandlung für den Patienten oder die Patientin, weil alle Professionen direkt in der Behandlung involviert sind.